Willkommen zurück. Es ist Nacht über Kyrat. Und ich war gerade schon außerhalb der Aufnahme. Guckt mal, wir sind hier genau zwischen zwei Außenposten. Ich hoffe, jetzt schaffen wir vielleicht die einzunehmen in dem Part, obwohl hier unten ja auch noch einer ist. Ich glaube, wir wollten eher den einnehmen. Aber was ich gemacht habe, ist mal kurz ein bisschen die Gegend abzusuchen. Nee, falsch. Und ich habe wieder einen verlorenen Brief gefunden. Von Robert. Es war der 18. Nee, nicht der 18. Es ist 1819 im August. Meine liebste Charlotte. Unsere Ehe ist in der Tat ein heikler Hexensabbat. Ich verstehe, dass die widrigen Umstände deines Zustands dich dazu verleiten, dich vorwurfsvoll zu äußern oder zu verhalten. Aber vergiss nicht, wie sehr ich dich liebe und wie sehr unsere wachsende Familie von dieser Reise profitieren wird. Ich will nicht der Mitleid, doch letzte Nacht gab es einen Anschlag auf mein Leben. Einer der Einheimischen war beleidigt, als ich das viel zu scharfe Essen ausspuckte, das er mir serviert hat. Zum Glück kam mir einer der Gurkhas zu Hilfe. Ein Augenblick später lag der Angreifer tot auf dem Boden. Ich habe ihm seine Muttersprache dafür gedankt. Was? Ich habe ihn in seiner Muttersprache dafür gedankt. Ich fange an, kleine Bruchstücke der Sprache aufzuschnappen. Ich höre oft zu, wenn die Einheimischen von ihrer Mythologie sprechen. Ich kann nicht alles auseinanderhalten, aber so langsam entwickle ich ein gewisses Verständnis. Ich zähle die Tage, bis ich zu dir zurückkehren und dir helfen kann, unser Sohn auf die Welt zu bringen. Mit all meiner Liebe, Leutnant Robert F. Barclay, PS, auch wenn mir Thomas gefällt, immerhin ist es ein Name deines Vaters, hatte ich persönlich in meiner Vorliebe für George. Die beiden. Gut, nächsten Brief von den beiden gefunden. Moment, wo muss ich denn lang? Da hinten. Warum brennt's hier? Ah, das ist ein Lagerfeuer, oder? Ja. Wer hat es denn gemacht? Okay, da sehen wir schon den Rauch vom Außenposten. Kommen hier an irgendwas vorbei? Was Interessantes? Nö. Nö, 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 nö. Einfach nur zum Außenposten gehen. Na, dann gucken wir mal. Ich versuche, wieder heimlich einzunehmen. Ihr wisst ganz genau, das wird bestimmt sehr gut klappen. Na. Pass auf, dass ihr nicht überfahren wirst, mein Lieber. Ach, da hinten... Dir ist nichts passiert, finde ich gut. So was meine ich. Deswegen mag ich diesen Granatwerfer sehr. Dafür ist er super praktisch. Ja, nee, den brauchen wir nicht. Gerade. Wollen wir ihn zerstören? Das geht der wirklich? Der ist hartnäckig, der Truck. Hä? Ach so, ich renne gerade zu dem falschen Außenposten. Moment. Wir wollen doch den hier. Der müsste ja gleich hier sein. Tatsächlich. Da, Mann. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. So, dann gucken wir mal hier, was hier Phase ist. In Deckung. Das ist geil, dass wir so schnell laufen können. Oh. Der ist ziemlich übersichtlich, der Außenposten. Da ist ein Tier. Ha, 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 ich weiß, was ich mache. Ha, 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 ha. Oh, das sind Jäger. Das ist ja fies. Wollen wir den Elefanten ein bisschen andatschen? Wir können zwar auch auf den reiten, will ich aber nicht. Komme ich denn so weit mit dem Pfeil? Um Gottes Willen. Ich kann ja anschießen. Also, ne, Moment. Ne, Moment ist die Waffe. Ich hoffe, der ist nicht gleich tot. Nein, ist er nicht. Wo sind denn die scheiß Jäger? Da ist ein Jäger. Ha! Getroffen, aber nicht im Kopf. Scheiße, jetzt haben sie mich gleich gesehen. Diese Jäger, ich hasse sie wie die Pest, ey. Ah, ja, genau. Ich denke mal, wird doch gleich jemand, irgendein Jäger neben uns auftauchen. Der Elefant wird nicht so lange durchhalten. Verstärkung. Das ist aber nicht wegen mir. Oder? Scheiße. Gut, den haben wir jetzt nicht eingenommen mit Leise und so. Die werden aber nicht wegen... Wir stoßen jeden Moment zu euch. Na, ey, sag mal. Der wird da wohl mal sterben. Wir kommen von der Straße. Das ist schön. Nein, fuck. Wo ist denn bei euch die Straße? Hallo? Ach, hier. Warte. Wir haben es gleich.
Wo ist denn? Oh, da macht er uns gleich die Tür zu. Naja, egal. Ich hab doch gesagt, so viel zu leise einnehmen. Egal. Wir haben den Außenposten, das ist schon mal sehr gut. Hat nicht mal lange gedauert. Was ist denn da mit dem Granatenschlag? Kommt der jetzt noch? Ist das Überraschung? Namaste, hi, hi. Hi, 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 hi. Dass sie dann heraus... Besuche Shama Salza für... Achso, Rennaktivitäten. Brauchen wir nicht. Also bräuchten das schon. Wir können nämlich nur eine, glaube ich, eine Fähigkeit freischalten mit diesen Rennen. Oh Gott, schrei doch nicht so. Ja, dann schrei doch nicht so. Was ist denn das? Das ist ein Tagebuch. Ja, ein Tagebuch. Wie war denn der... Ja, das war die Taste. Gott, ich komme hier gar nicht klar. Sammlung, woran geht's? Tagebuch. Oh, die sind so interessant. 1987, wenn der Sieg errungen ist, in Ermangelung eines Thronerben, wird die Tarun Matara als Staatschefin unter einem Regent dienen. Die gesamte Industrie, der Finanzsektor und der Verkehr werden verstaatlicht. Die Armee wird unter dem Kommando der Tarun Matara reformiert. Neue Handelsabkommen mit China, Indien und dem Westen werden getroffen. Und es wird ein Mitgliedsantrag bei der UNO gestellt. Eine gestaffelte Einkommenssteuer wird eingeführt. Kinderarbeit wird abgeschafft und allen wird eine kostenlose Schulbildung ermöglicht. Okay, das schienen wohl die Ziele zu sein von Mohan Gill. Psst! Die er gerne eigentlich umsetzen wollte. Aber irgendwie hat das dann wohl nicht geschafft, weil er gestorben ist. Was ist denn da mit dem Granatenschlag? Ja, ja, ich habe gerade wirklich leider nicht so viel Zeit. Ich mach das noch alles, keine Angst, aber Kyrat Fashion Week. Alles klar, wir haben hier eine Kyrat Fashion Week. Warte, aber so hast du Poster, wo ist denn das? Poster, das ist der Poster. Wollen wir eine Kyrat Fashion Week machen? Das wäre eigentlich wichtig, ne? Bräuchten wir ja für... Oh, der arme Elefant. Ja, genau so. Stück Fleisch. Okay, haben nichts bekommen, schade. Ich könnte aber auch... Was müssen wir da machen? Besorgt die Haut von Karkadan, dem seltenen Nashorn. Nashorn. Das ist euer Ernst, ein Nashorn zu töten, ist wirklich nicht leicht. Oh nee, das mache ich jetzt nicht. Das kann nur 3-5 Millionen Stunden dauern. Gottes Willen. Ja, hier sind jetzt halt komplett super viele. Das ist hier Auge um Auge, Kyrat Fashion Week und Außenpostenmeister. Na, das machen wir sowieso nicht. Ja, dann müsste ich mal gucken, wie ich das mache. Mit dem Nashorn und der Kyrat Fashion Week. Weil wir brauchen das ja für unsere Upgrades. So, ersten Außenposten eingenommen. Machen wir gleich den nächsten. Da ist noch ein Glockenturm. Ist eigentlich eine Idee, ne? Wir arbeiten uns mal ein bisschen hier vor. Zum Glockenturm. Und nach dem Glockenturm könnte ich ja dann eigentlich mal mit dem Patty zusammen das Ding da einnehmen. Naja, klingt doch nach einer Idee. Also, nächster Außenposten. Auf jetzt, ab jetzt. Wollen wir da hinfahren? Wollen wir ein Auto von denen nehmen? Machen wir einfach mal. Oh. Wo ist ein paar ganz Zorn? Oh Gott. Oh, Elefant, du liegst ein bisschen im Weg. Geh mal. So. Ist mein Anime erwöhnt, hier im Feindgebiet rumzufahren. So lange uns da unten aufgehalten haben. So. Da ist ein Tigerchen. Nein, aber hier geht's kurz. Oh, da ist ein Poster. Wollen wir das mitnehmen? Wartet mal kurz, wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir gerade. Das ist auch eine Maske. Och, dann können wir noch mal kurz machen, oder? Tatet davon. Auf die fallen, dass uns die Miezekatze. Natürlich. Aber hey! Wir haben draus gelernt. Hallo. Ich würde sie gerne häuten. Ja, Moment, wartet, wartet. Ja, mach bloß mein Auto kaputt. Achso. So. Nee, ich möchte so. Dann können wir uns noch eine Maske holen. Einen Ort entdecken und ein Poster. Nenn ich doch. Oh, ich höre sie schon. Moment.
Ich hab auch gerade was anderes gehört. Holen uns erstmal Pöster. Lesen diesen Zettel. Vorsicht, es ist streng verboten, ohne meine Erlaubnis Alkohol herzustellen. Das ist nicht Deplörs-Territorium und illegale Alkoholproduktion wird nicht toleriert. Jeder, der bei der Herstellung oder Verarbeitung von Alkohol oder anderen verbotenen Waren erwischt wird, wird umgehend zur Standard-Arena gebracht. Als Erinnerung daran, warum man sich nicht mit mir anlegen sollte. Nur. Tja, die Nur. Die tut mir zwar ein bisschen leid, dass das mit ihren Eltern so absoluter Lug und Trug war von Paul Deplur. Aber... Ich höre sie doch. Wo ist er denn? Da ist er drinne. Ist hier irgendwo ein Zettel? Eigentlich ist das bei den Masken immer ein Zettel von demjenigen, von diesem Psychopath, der das macht. Die Leute umzubringen. Der benutzt übrigens gerne Leute... Was höre ich denn hier andauernd? Der benutzt übrigens gerne Leute, die unter Drogen stehen. Das habe ich mal auf so einem Zettel gelesen. Aus dem Grund, dass denen ihre Augen so leer aussehen und ihm es dann wohl leichter fällt, die zu töten. Und sobald, aber während sie sterben, kurz bevor sie sterben, haben sie dann wieder so ein Leuchten in den Augen. Und seine Aussage dazu ist, dass er ihnen das Leuchten in den Augen wieder zurückbringen kann. Moment. Ha! Wuhu! Das sah gut aus. So, wir können weiter alleine fahren. Die Pfeife ist schon geil für so eine Momente. Wir dürfen nicht zu weit fahren, nicht, dass sie uns sehen. Das wäre unpraktisch. Okay, wo geht's hier lang? Ist das eine Brücke? Yep. Was ist denn hier los? Was ist denn da? Eine Maske? Naja, also ich muss sagen, wenn wir hier an den Sachen vorbeikommen, dann können wir die auch mitnehmen. So lange dauert es ja nicht. Was ist denn hier los? Nicht du! Oh Gott, ey. Diese Viecher. Und solange mir keiner mein Auto klaut, ist halt gut. Das ist nur der scheiß Transporter, der interessiert mich nicht. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wo denn? Ich sehe nicht. Wo da hinten im Wald? Na, sag mal. Naja. Ach, Uschibert, ey. Da liegst du. Mehr will ich doch ja nicht. So. Willst du doch noch eine Abreibung? Scheiße. Der hat eine Sonnenbrille auf. Hey, gut, weiter geht's. Ist das dein Ernst? Der Truck kommt mir weiter, weil wir da stehen. Na? Tö! Aber ich werde den Truck jetzt nicht nehmen. Ist interessant, so kann man die Trucks ausschalten sozusagen. Ausschalten im weitesten Sinne. Moment, nee, bitte und... Ach, fahr einfach weiter, AJ. Interessiert uns nicht. Ich glaube, die kommen noch hier. Kommen wir an einem Poster vorbei. Wo waren die jetzt? Wartet, genau. Wartet mal. Ach, das Willi. Nee, da müssen wir nicht hin. Da kommen wir sowieso hin, weil wir die Mission annehmen. Tölölölölölölö. Wo ist denn der? Ich sehe den Raub noch nicht. Ah, ist auch noch ein Moment hin, aber da hinten. Will nicht unbedingt gesehen werden. Was ist das hier? Wartet mal kurz. Okay, wir steigen mal kurz aus. Hier gibt's irgendwas. Was auch immer das sein mag. Das sind sogar unsere Leute. Na, ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Ey, so schnell bin ich nicht. Wartet mal. Ich war gerade oben. AJ ist nicht so schnell. Wartet. Nicht mein Auto kaputt machen. Kriegst du noch ganz sauber? Ich sterbe ohne Schande. Das ist schön, wie er da rausgeflutscht ist. Pah. Schön. Oh Mann, ey, Spiele-Glitches sind manchmal schon sehr interessant, ey. Oh Mann, schön. So, wo war jetzt der Poster? War hier irgendwo? Adler! Panik! Was ist denn... Moment, wo ist denn der Poster?
Hallo? Wo ist er? Da. Yuma. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Yuma da drauf ist, ne? Warum er Yuma ist? Yuma haben wir ganz am Anfang gehört. Mit der hat Pagan dann telefoniert. Eba, gut da. Okay. Ich verstehe leider eure Sprache nicht. Und deswegen halt das dafür, die sieht, das ist die auf den Postern, aber ich weiß es nicht. Dass nur eine Frau ist, wusste ich auch nicht. Was ist das für Musik? Haben wir jetzt Pagan-Sender drin? Weil wir jetzt... Ich sehe nichts. Ach so. Okay. So viel dazu. Oh, ey, hallo! Ja, wir sind gerade im Pagans Gebiet und müssen den seinen Sender hören. Oh, so ein Scheiß. So, wir sind gleich da. Wir können euch das Auto abstellen. Wo feigt denn er? Moment, fahr nochmal ein Stücke. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Na, Jungs? Ach, kommt. Wie schnell. Ist hier ein Außenposten? Bin ich jetzt mitten am Außenposten? Ich sterbe gleich. Bin am Außenposten vorbeifahren. Das ist natürlich ein Träumchen. So macht man das. So nimmt man keinen Außenposten ein. Oh Gott! Ja, wir stehen ja wirklich hier. Warte mal, ich muss mich erstmal um die Trollers da kümmern. Die rennen uns nämlich dann die ganze Zeit hinterher. Wie ist das doch? Na, falsche Waffe. Scheiße. Auf zu wackeln, AJ. So, das waren alle, ne? Sehr schön. So, nächster Außenposten. Kamera jetzt zückt. Oh, Neger. Oh, nee, ey, komm, ich hasse die Dinger. Gibt es doch nicht. Da ist ein Poster, da ist noch jemand. Haben die ein Tier? Da ist. Oh nein, ihr Panzer, der Idiot. Ist der. Wo ist denn der? Da unten? Meine Frage ist jetzt: Ist der Tiger hier gerade bei mir oder ist der bei denen? Wo ist denn. Die Jäger, die kann man mit der Kamera nicht einfangen. Ist richtig kacke. Die sind einfach irgendwo. Nämlich genau da. Fu. Lauf mal den Weg da oben lang. Da kann ich dich ein bisschen versuchen, halt zu schaden. Hab jemand mitbekommen, weg den Typ da auf den Stuhl. Das wird doch wieder nichts. Obwohl holen die nur Verstärkung, wenn die mich gesehen haben. Ja, das war die Frage der Frank. Nein. Junger Herr, nein. Und er holt Verstärkung. Ach, na gut, dann halt mit Verstärkung und ohne und. Das müssen wir den da mal bearbeiten. Der ist nämlich am schlimmsten. Alter! Nein! Nicht so einer! Mir ist alles egal, aber keine Jäger. Ich weiß nicht mal, wo Westen ist, aber... Ich kann den nämlich nicht sehen, weil er dahinter steht. Du scheiß Viehern. Alter, der Jäger da... Oh. Wo ist der Jäger? Da ist er. Verjetzt, du Arsch. Kasse dich! Kasse euch! Kasse euch, die Jäger!
Ihr seid so übel. Wir kommen von Osten. Das ist schön. Und ihr kommt mit einem Granatwerfer. Au! Oh, nein! Ehrlich? Scheiße. Nein! Hallo, ich war mir so sicher. Ich war mir zu sicher. Kacke. Kacke. Da überfahren die mich. Da waren jetzt aber auf immer viele. Hm. Na gut. Müssen wir das wohl noch einmal... Wo sind wir jetzt bitte? Fragen über Fragen, viel zu lange Lade... Sag mal, was ist denn mit den Ladebildschirmen? Ich kaputte dafür, von Update zu Update werden die Ladebildschirme länger. Das gibt es doch nicht. Das kann das doch ohne sein. So eine Updates eigentlich, so eine Patches, die sollen da eigentlich was verbessern. Oh, wir sind kurz vor dem Punkt. Das ist natürlich nett. Na, dann würde ich sagen, im nächsten Part, zweiter Versuch, diesen Scheiß... Ich denke mal, ich werde den leise einnehmen. Ah, war ein Fehler, den Typen auf den Stuhl auszuschalten. Aber nun gut, so ist das halt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und nehmen diesen Außenposten ein. Und danach werden wir mal wieder die Hauptmission weiterführen. Denke ich mal. Ja, da ist er nämlich. Oder wir gehen zu Willis. Mal gucken. Ich entscheide mich dann noch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao! Yeah.